Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Wir sind auf dem Weg nach Sizilien und wir befinden uns ja schon in Italien. Wir sind heute Morgen, also gestern Abend, in aller Herrgottsfrühe losgefahren. Und dann heute Morgen, jetzt haben wir so gerade 8:30 Uhr, sind wir jetzt schon hier bei Bologna. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit den Filmen. Mal gucken, was wir so alles auf Sizilien erleben werden. Aber es wird schon eine schöne Zeit sein. Ja, dann sage ich viel Freude mit diesen Filmen und viel Spaß. Ja, Tristelund ist auch wieder mit dabei. Und sind auch am Tisch. Wir haben uns hier ein Espresso gekocht. Und ein bisschen ein paar Eier. Gegessen. Ja, ist es. Wir haben jetzt 24 Stunden wach und haben Auto gefahren. Da ist die Ulla drin und die schläft auch. Ja, jetzt sind wir so in der Gegend von Florenz, also Firenze. Es hört sich natürlich Florenz viel schöner an. Dann machen wir eine kleine Rast hier. Na, JD, schmeckt's? Scharf, oder? Jetzt geht's von Florenz Richtung Rom. Jede Menge Landschaft. So schade, dass die Leitplanken so hoch sind. So, ich bin wieder in San Giovanni. Müssen wir noch die Fährkarten kaufen, damit wir mit dem Schiff darüber kommen. Nach Sizilien. Ja, hier ist die Einfahrt der Straße von Messina. So eine kleine Meerenge. Ah, Flo, der wartet jetzt auch, dass wir kommen, nur langsam. Hier warten wir jetzt auf die Fähre. Nein. Na? Hallo. Guardalo, zio. Guck mal. Alles richtig. Ja, Kevin, alles klar? Ja. Ja, wunderbar. So, dann geht's aufs Schiff. So ein kleiner Schwarm Sardellen oder Sardinen oder sowas. Darfst du wieder an? Hier ist noch mal ein Blick auf Messina. Ja,
Ja, dort in der Hafeneinfahrt, da steht die Madonna della Lettera, also die Madonna des Briefes. Da unten da steht ungefähr drauf, beschütze die Einwohner dieser Stadt oder Bewohner dieser Stadt. Geschafft. Jetzt sind wir in Messina und auf Sizilien. Station, das ist immer eine gute, lustige Sache. Ja, jetzt sind wir hier. Beide. Das ist Luigis Mama. Rosalie hat sich wunderbar gefreut. Das ist Salvatore. Ja? Hallo? Kevin, JD. JD, ja. Rosalie. Ja, hier hat man einen schönen Ausblick aufs Meer. Aber im Gegensatz von vor 3 Jahren haben wir heute angenehme Temperaturen. Oh, jetzt gibt es die leckere Pasta. Ja, es gibt Kaffee. Ah, grazie. Klein, schwarz, stark. Ja. So, hier wohnen wir. Bei den Gummibäumen. Das steht bei uns zu Hause im Wohnzimmer rum und hier wächst das als Baum. Schön Blümchen. Villaggio Resident Aquedotti. Ja, so haben wir es angetroffen. Eins. Und auch ein Badezimmer. Ja, die Küche. Ganz wichtig, Klimaanlage. Und ein Blick auf die Palmen. Kakteen. Und die Sonne.
Sonne. Ja, da steht man morgens auf und da sieht man einen kleinen Tornado. Der ist sogar schon am Boden, aber man sieht leider nur oben den Rüssel. Und unten am Meer sieht man so einen Kreisel. Ja, einen echten Tornado. Ja, da unten, da sieht man so, wie das Wasser hochspritzt. Den Tornado selber, das ist hinter den Palmen, aber der Saugrüssel, den sieht man noch schön. Und wie da hinten das Wasser hochkommt, so kreisförmig. Man kann schön sehen, wie er dreht. Der dreht rechts rum. Also entgegen des Uhrzeigersinns. So, und jeden Morgen Espresso trinken. Das bringt auch den Lebensgeister wieder. Das muss gefilmt werden. Regen. Es gibt tatsächlich Regen hier. Auch die Olivenbäume hängen schon voll mit Oliven. Kakteen im Regen. Das sind Feigenkakteen, Figidinia. Ja, hier läuft noch eine rum. Wollen wir die mitnehmen? Oh, guck mal, die ist schon angefangen. Die hat einen kaputten Panzer. Au, oh, naja, komm mit. Ja. Die hat einen kaputten Panzer schon. Dürfen wir die mit mal reinnehmen? Du kannst mit reinnehmen. Ach komm, die darfst du auch nicht mit reinnehmen. Ja, die läuft hier rum. Hallo, geh mal weg, die hat gerade ein. Mund. Wo kommt die her? Das ist also eine griechische Schildkröte. Ja, ich habe keine Ahnung von Schild. Ja, also sieht wirklich so aus, dass die also hier wild umherlaufen, diese Schildkröten, und dass das also Wildtiere sind. Also schon ein Auto gegengefahren. Kann ich nicht mal die ganz anderen zeigen? Aber die anderen wissen doch auch nicht, dass es hier so eine ist. Quasi. Überleben das aber. Guck mal, der Panzer ist kaputt. Ja, das ist noch eine. Nein, dann lass wir liegen. Angst. Ja, noch eine. Ach da, die. Die sehen aus wie Morla. Morla, ja, die würde ich auch so nennen. Wollen wir die ganz kurz mitreißen? Du wolltest doch Jason Dean nie mal zeigen. Du wolltest doch Jason Dean mal zeigen. Ja, wir sind jetzt hier in San Agata di Militello und gehen jetzt mal auf den Markt. Wir waren vor 3 Jahren schon mal hier, da war es aber sowas von heiß. Aber jetzt ist es angenehm, wir haben heute 25 Grad Celsius, die Sonne, die scheint, und es ist aber eine trockene Wärme. Man kann es gut aushaben. Ja, viele bunte Früchte und Blumen.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen spät dran hier auf dem Markt. Die sind schon alle am Einpacken. Ja, das war der Markt hier in St. Agatha di Militello. Jetzt fahren wir wieder zurück und dann gehen wir heute Nachmittag mal schön am Strand und dann auch mal ein bisschen baden, würde ich sagen. So, jetzt sind wir am Strand und haben hier unsere Höhlen aufgebaut. Trüffelhund ist auch ganz zufrieden und er hat auch seine eigene Höhle. Ja, Flöchchen, alles klar. Ja, schöner Strand, den haben wir für uns ganz alleine. Den Sizilianern ist das bereits zu kalt, 30 Grad. Das Wasser hat 25 Grad und da geht kein Sizilianer mehr schwimmen. Oh, das ist so Richtung Acque Dulci. Hat sich so leicht bewölbt. Schön ist, dass hier kein Mensch am Strand liegt. Das ist wirklich für die Sizilianer zu kalt schon. Also 30 Grad, da frieren die. So, Kevin ist im Wasser. Ich war aber auch schon drin. Ja, hallo Leute, heute sind wir hier in Acque Dulci und wollten hier auf den Markt gehen. Ja, kommt mal mit, schauen wir mal, was wir so finden und was sehen können. Sind wir unterwegs so ein bisschen über die Landstraße Cefalo Richtung Palermo, aber wir fahren da nicht hin nach Palermo, nur mal so ein bisschen spazieren fahren. Die Landschaft ist einfach nur schön, man sieht hier die Gebirgskette des Nebrodi vor uns.
Ja, wir sind jetzt hier in San Stefano di Camastra. Also die Stadt oder das Dorf der Keramik. Ja Leute, jetzt sind wir ganz einfach mal nach Stefano gefahren und gucken uns den Ort an. Ah, hier blühende Bäume, wunderschön, wenn man bedenkt, wir haben jetzt Oktober und es ist hier richtig noch Sommer. So sagen wir keinen, dass wir in Cefalo jetzt noch Pizza essen. Dann sind die noch alle beleidigt. Das sind jetzt die Mafia-Torten.
Hier liegen all die Sachen für die Diabetiker, um sich umzubringen. So, das war jetzt Cefalo. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Aquedolce und dann sehen wir weiter. Aber hat uns sehr gut gefallen hier. Nettes kleines Örtchen. Kann ich nur weiterempfehlen. Wenn ihr mal auf Sizilien seid, fahrt mal hier hin. Also. Ja Leute, heute fahren wir mal auf den Nebrodi und gucken hier runter nach Torre di Lauro. Oben von so einem Balkon hier aus, da kann man also richtig schön weit sehen. Ein wunderbares Panorama hat man hier. Ah, da unten kommt gerade ein Zug. Da hinten am Horizont, da sieht man also die Vulkaninseln, also die Inselgruppe Eoli. Mit dem Stromboli und mit dem Vulcano. Da unten habe ich gerade mal Angeln ausgeworfen, ne? Vielleicht seht ihr das. Da habe ich die ganzen Posen schwimmen auf dem Wasser. Da bin ich gerade am Angeln. Hier haben wir einen wunderbaren Blick auf Caronia. Ein Städtchen, das liegt auf dem Berg drauf. Und das da oben ist der Friedhof, da werden die Leute eingegruftet. Und das kann jetzt auch passieren hier, wir fahren gerade auf den Nebrodi hoch. Da sehen die Kühe mitten auf der Straße. Guck mal. Ja, hier wachsen die Alpenveilchen wild. Ja, so sehen die Alpenveilchen aus, wenn die wild blühen. Ja, das ist die Rinde einer Korkeiche und aus diesen Eichen, da macht man Korken für Wein, Weingläser und sowas, das ist Kork. Und wieder hier an der Straße sind wieder ein paar Kühe und die gucken uns dumm an. Guck mal, die gucken. Ja, auf einem Stück. Da sind auch, guck mal, da ist ein Holzschwein. Und vor dem Holzschwein ist ein richtiges Schwein. Das ist ja auch so ein Spielplatz und auf dem Spielplatz, da sind jetzt die Schweine. Guck mal. Das ist die Hauptsau. Wahrscheinlich angelockt von der hier, von dem Holzsauschwein. Warte mal. Geht
das? Ich weiß es nicht. Nein, das geht nicht. Du musst nicht ganz da rein. Passt das da? Ja, ja, es passt sehr gut sogar. Gut. Ist das eine Kurverei? Ja, hier kann man durch ein beeindruckendes Panorama fahren. Der Ätna, der ist ganz schön am Qualmen. Kann man schön sehen, wie die Rauchfahne da vom Ätna runterzieht. Und mal gucken, ob wir da irgendwie raufkommen. Am Restaurant zum Goldenen M. Also ein riesiges Einkaufszentrum hier. Napolis. Ja, da ist noch mal der Ätna. Fahren wir so die Straße hier vor an den Ätna rauf. Der ist ganz schön am Qualmen da oben. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Aber hier sind so Schilder, da steht immer Richtung Ätna. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Alles volle Möhre am Qualmen da oben. Wäre auch scheiße, wenn er nicht qualmen würde. Vulkan ohne Qualm ist nur ein Berg. Kann man also schön hochfahren mit dem Auto auf den Ätna. Immer geradeaus vorbei an Lava und Basalt. Das ist ganz tolles hier. Gehen wir weiter hoch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und jetzt sind wir so halb Ätna hoch und da hat man einen schönen Blick auf Catania da vorne. Auf die Bucht von Catania. Da und hier auf der anderen Seite, da kam mal so ein Lavastrom runter. Da liegt alles voll Lava. Da kann man mal hingehen. Das ist hier alles lavamäßig. Lavasteine. So, Kevin sucht sich jetzt einen Lavastein aus für sich zu Hause. Nicht so einen großen, nimm einen kleinen. Die sind Rasiermesser scharf. Ich weiß, hab gemerkt. Ja. Dann such den kleinen aus. Ja, okay. Richtig tolles Panorama hier. Hier sind wir schon ein bisschen weiter höher. Da hinten, da geht eine Seilbahn hoch zum Ätna. Da ist eine Wackelei. So. Da ist ein Lavastrom, der ist da von da oben runtergekommen.
hier haben wir jetzt den Krater von 2001 und da geht es zum Krater Silvestri. Der ist da. Es ist arschkalt hier oben. Wir haben hier so 15, 16 Grad. Das ist wirklich kalt. So laufe ich hoch. Hier aber auch hier ein Krater und der kleine Trüffelhund. Ist das fein? Gut, dann fahren wir jetzt wieder runter vom Ätna. Also sehen wir mal, dass wir wieder so Richtung Aqua Dolce kommen. Aqua Dolce. So, das war der heutige Tag. Einmal Ätna und zurück. Und ja, schauen wir mal. Wir sind jetzt so Richtung Palermo unterwegs. Wir wollen aber hinter Palermo in diese Ecke da rein und uns da mal ein bisschen umgucken. Da gibt es auch was zu gucken. Haben wir so im Reiseführer gelesen. Aber jetzt vor uns ist, wie gesagt, jetzt Palermo hier rechts. Aber ein schöner Berg. Dann geht's mal los. So, jetzt geht es da in Rico hoch, da soll also Marzipandorf ist das sein und da müssen wir wohl mit der Seilbahn fahren. Mal gucken. Das geht jetzt gegen Serpentin nach oben, durch so kleinere Ortschaften. Ja, ist ein Wahnsinnsausblick hier. Schön, einfach nur schön. Ja, hier ist locker mal so 10 Grad kälter als unten. Aber haben nur noch 20,5 Grad. Da oben ist Enrique. Oder Enrique, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. So, da oben befinden wir uns. Da. Wir sind jetzt hier oben auf Enrique und da unten ist am Regnen. Wir sind jetzt also quasi über den Wolken. Hier ziehen die Wolken hoch. Das sieht aus, als wenn es da am Qualmen wäre. Ja,
Also hier gibt es keine Straßen, hier gibt es nur ganz enge Wege. Seltsame Schnecken. Spezialität von Enrique, sie sind halt das Marzipangebäck. Jetzt haben wir hier so einen Sack Marzipan gekauft. Aber das ist hier das Beste vom Besten. Ja, es liegt hier so hoch, wir liegen hier über die Wolken und dann ziehen die Wolken hier durch die Straßen. Das ist also ganz interessant. Na Flo, ist das eine Katze? Miete Katze? So, dann haben wir da noch in dem Laden noch lecker Marzipan eingekauft, im Gepäck. Das war ganz toll. So, ihr seht selber, das Wetter ist auch nicht mehr das Berühmte hier oben. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück Richtung Aquedolci und ja, schauen wir mal, was dann so los ist. So, jetzt geht es im Nebel durch Enrique. Ich weiß gar nicht, ob wir hier fahren dürfen. Aber wir tun es einfach, weil es steht überall Einbahnstraße, also muss das hier ja richtig sein. So, jetzt haben wir hier einen richtigen Wolkenbruch zu Gange. Da kann man mal sehen, auch auf Sizilien gibt es Regen en masse. Die Regenzeit. Geht über eine Wahnsinnsbrücke hier, über die SS-117, das ist Wahnsinn. Nichts für schwache Nerven. Da hinten ist San Stefano di Camastra. Das ist hier diese Wahnsinnsbrücke. Ey, wie die Kühlbrandbrücke in Hamburg. So, jetzt geht es wieder durch enge Straßen, durch Raetano. Da machen wir mal einen quietschenden Wagen. Aber nicht meiner. Also ein Wahnsinnspanorama, wenn man jetzt so nach links schaut. Tiefen Schluchten. Hier sind Berge wie in den Alpen, das ist richtig schön. Ja, wir fahren jetzt durch Mistretta. Schöner Berg da oben. Durch diese engen Gassen. Aber das ist hier so üblich. Hier rum, ne? Così, ja.
ist das eng. Das ist hier so ein enges Werk. So, jetzt geht der Tauchmine hoch. Mal gucken, ob wir da einen Parkplatz finden. So, jetzt sind wir gerade in Tauchmine angekommen mit dem Shuttlebus. Ja, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch den Ort, würde ich mal sagen. Schönes Restaurant hier mit Sonnenterrasse. Lassen wir uns mal ein bisschen verwöhnen. Ja, und Ulla isst Hühnchenbrust mit Pilze, obwohl sie keine Pilze macht. Taormina ist so eine richtige Völkerwanderung. Viele Leute gucken sich dort an. Ist sehr quirlig hier, aber auch sehr, sehr schön. We'll be right back.
So, langsam wird es dunkel. Es wird Zeit, dass wir den Shuttlebus zum Parkhaus nehmen. Ja, Leute, das war's. Wir waren heute in Taormina. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben etwas erlebt. Ja, jetzt fahren wir wieder zurück und gucken, was wir morgen machen. Wir sind hier noch ein bisschen. Also, tschüss. Ja, nun heißt es hier auf den Shuttlebus zu warten. Ja, da ist der Shuttlebus und mit dem können wir ins Parkhaus fahren. Hallo Flo. Ja Leute, wir sind heute mal nach Palermo gefahren und wollen so ein bisschen die Stadt angucken. Seid dabei, ja, wir laden euch ein und gucken wir mal, wie der Tag verläuft. Und wir fahren jetzt ins Zentrum. Ja, schauen wir mal. Ah, das ist das Postamt. Ja, jetzt sind wir hier an der Piazza de Santo Domingo. Hier sind alles so kleine Marktstände, ganz schöne Sachen. Ja, hier sind wir in der Piazza Bellini. Da ist ein schöner Brunnen. Gehen wir auf einen anderen Markt und gucken mal, was da so zu machen können. Oh. Ja, das ist ein Markt. Schwertfisch. Alles Marzipan. Boah. Oh, guck mal hier. Anni Gaetano, che no!
Ah, das geht hier laut zu. Ja, dann schlindern wir mal hier so schön drüber, ne? Also, das ist ja riesig, der Markt, und hier gibt es wesentlich mehr Sachen als in Aquedolci oder in Sant'Agata. Wesentlich mehr. Ja, Wahnsinn. Ja, das sind diese Kürbisse. Die werden gekocht, gebraten, gesotten und geselcht. Ah, und auch Kirschpaprika. Aubergine. Guck mal. Gewürze, Nüsse. Jo, va. Una bastia sonne veloce. Apparanza patati. Regenschirme brauchen wir hier nicht. Schuhe, Schuhe. Hier gibt's Bier. Und natürlich Angeln. Ja, das ist kein Gefängnis, das ist eine Schule. Das ist wie ein Gefängnis. Sogar die Fenster sind vergittert. Ja, hier wird es sehr dunkel. Ja, so, jetzt haben wir uns hier zum Mafia-Torten-Essen eingefunden, mitten in Palermo. Wir haben schon alle hungrige Gesichter, wenn man hier so rumguckt. Der Kevin, Caro, ja, und der Michele, schon mal erst recht, der hat schon das Messer geschärft. Der wartet jetzt, dass die Tante auch die leckere Torte bringt. Wir haben auch lecker Blümkes auf dem Tisch stehen, damit wir nicht so alleine sind. Und das Ding heißt hier Pün Trabuco Restaurant Trabuco. So, und jetzt gibt es die leckere Mafia-Torte hier. Haube richtig rein. So, hier sind wir schon überall rumgeirrt. So, jetzt sind wir hier. Da in diesem Bereich. Ja, und hier oben, hier parken wir jetzt. Jetzt sind wir hier am Hafen. Was ein gewaltig Bauwerk.
interessant hier in Palermo, auch die Straßen, die engen Straßen, die es hier so gibt. Ja, schon was zu sehen, es lohnt sich wirklich. In Italien wird auch nicht geklaut. Es reicht also eine Leiter da reinzustellen und dann geht da keiner in den Laden rein. Man sieht hier nicht das Ende und den Anfang von diesem Markt. Es ist einfach nur riesig hier. Kehle, warte mal. Wie ging das noch mal? Wie ging das noch mal mit dem Bus? Also, wir müssen jetzt bleiben im Bus fahren. Da muss man irgendwas sagen. Also, was muss man da sagen? Bitte einmal die Tickets. Ja, und jetzt sag das mal zu der Tante da in diesem Laden da. Ci servono i biglietti per la 104 fino al parcheggio. Wie heißt das Parkplatz nochmal? Basile. San Basile. Ja, und da hätte unser einer einen Knoten in der Zunge. Kapiert? Knoten. Ja, Knoten. 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 Ja, hallo Leute, wir haben wieder einen neuen Morgen. Wir sind heute in Aquedolci am Strand und wollen tatsächlich in dieses Mittelmeer da rein und baden. Ja, wir sind heute auch zu viele, Sven, Irene, Caro und ja, die anderen Leute, die so mitgefahren sind. Ja, die freuen sich schon sehr auf das kühle Nass und naja, da kommt man mit, ne? Jawohl, Alter, Technik!
Das ist schade. So. Das ist jetzt Baden Ende Oktober. Zu Hause minus 3 Grad. Ah, da kommt die Caro, die geht jetzt todesmutig in das Wasser. So, jetzt sehen wir den todesmutigen Charlie mal, wie er das Meer erklimmt. Oh mein Gott! Nein, das ist Charlie denn? Mein Gott, sind die da so fern? Ja! Pippi Lau, die Brühe! Meine Fresse, Pippi Lau! Pippi Lau, sagt er, Pippi Lau! Im Oktober, ja? Ja! 18. Oktober! Wie war der Flo, Alex? Der Flug war sehr gut. Ja? Wunderbar, kann ich nur sehen. Holzstuhlklasse? Ja. Habt ihr Sitzplatz gehabt oder Stehplatz? Janik, halt müssen wir stehen am Anfang. Haben Sie auch, über den Alpen erklärt, wie eine Schwimmweste funktioniert? Ja. Ja, das ist ja alles gut. Heiß! Kalt bei uns, oder was? Also heute ist 16 Grad. Oh, 16? Ja. Und packt das jetzt. Ja, so, hier ist das morgendliche Baden beendet. Es war sehr erfrischend. Ja, ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder in die Küche hocken, weil da gibt es was zu essen. Ja, und was dann kommt. So, das ist Chiquitin, ja? Die haben wir gestern gegessen, ey. Ja, sie sind lecker. Feigenkakteen. Aber die kann man nicht anfassen, weil die kauft man besser. Die haben Stacheln und die brechen sofort ab. Und wenn die in der Haut sind, gibt es ganz böse Entzündungen. Ja Leute, jetzt haben wir das Schwimmen hinter uns gelassen und wir wollen jetzt nach Tindari zur Schwarzen Madonna fahren und da oben das tolle Werk da mal angucken. Ja, was gibt da zu sehen? Da ist also eine große Kirche mit vielen Engeln und davor ist auch dieses Mare Secco. Das ist so ein Naturschauspiel, was auch in vielen Fremdenführern also empfohlen wird, dass man sich das mal anguckt. Ja, dann gibt es da noch alte Ruinen und da kann man so einen Nachmittag mal verbringen. Ja, schauen wir mal, sehen wir mal. Tschüss, bis bald. Ja, jetzt geht es hier durch die Botanik nach Tindari hoch. Tindari. Da oben auf dem Berg da. Ja, also das mit dem Bus, das hat sich wohl erledigt. Jetzt fahren wir doch mit dem Auto hier hoch. Normalerweise darf man das nicht, das ist gesperrt. Aber wir haben dann diese schönen rot-weißen Schilder mal ignoriert.
Dazu muss man wissen, dass also hier in Italien Verkehrszeichen und Ampeln oder sowas sowieso nur zur Zierde aufgestellt ist. Ja, das ist die berühmte Kirche von Tindari. Da waren wir vor 3 Jahren schon einmal. Aber nicht mit so einer Bagage. Ja, wir sind jetzt hier oben auf Tindari, haben wir gerade mal so einen Granita gegönnt, weil es ist richtig warm. Wir haben hier oben immer noch 25 Grad, das ist Tauwetter für Dicke. Ja, das ist ein richtig schöner Ausblick hier, den hatten wir vor 3 Jahren auch. Berge. Ja, so, das ist die Sandbank Mare Secco. Vor Tindari. So, ich halte mal ein bisschen ruhig. Kannst du Mare Secco sehen da. Ein paar hundert Meter unten. Auf den Schwanken. Nee, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt. Ich glaube, dass sie nicht die Seite kann. Komm mal her, komm, Nein, der ist eifersüchtig. Nee. Nee.
Ja, das ist hier so Fikidinja-Hain mit den großen Fikidinja. Das ist ein altes römisches oder griechisches Amphitheater. Da hinten noch gucken einmal. Das wäre, aber du hast doch gesagt, das ist ein Streuner. Vor allen Dingen sieht es so aus ein bisschen wie Gondi. Lachen, mehr lachen, ganz viel lachen, ganz laut lachen. Nein. Hier bleiben. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Nein. Nein, gib mir Blut, vergib mir Blut. Das gibt eine Sepsis. Alex, das gibt die. Ja, ist erfreulich. Wir haben jetzt für morgen ein Auto bekommen, um zum Ätna zu fahren. Ein Leihwagen, weil wir sind ein paar Leute mehr und in unserem Auto passen nicht so viele. Jetzt haben wir 9 Sitzer und damit werden wir dann mal zum Ätna fahren. Morgen. Da haben wir doch ganz großen Spaß gehabt. Oder schmecken die denn? Nach Früchten. Aber jetzt Ja, wir haben jetzt hier Creative Commons Musik bei unserer Abmoderation. Wir waren jetzt hier oben in Tindari und fahren jetzt wieder nach Hause. Und vorher holen wir noch einen Bus ab, damit wir morgen zum Ätna kommen. Ne? Ja? Also, bis morgen. Ja, der ist ganz schön am Qualm, der Ätna. Ah, da ist ja so ein Lavafeld. Und ein paar kaputte Häuser da, die wohl überrollt worden sind von Lava. Ja, und da geht die Seilbahn. Die eine Seilbahn rechts, die ist vor ein paar Jahren einmal überrollt worden, aber da haben sie jetzt so mit grünen Pfeilern eine neue gebaut. Also eigentlich kann ich euch sagen, hier haben sie Bombe geköpft. Wenn ihr hier mit der Seilbahn fahren will, das kostet über 60 Euro pro Person. Ja, und der halbe Weg, 28,50. Die haben hier total den Haschmich. Aber das werden wir uns auch nicht antun, so einen Krater besteigen. Nein, nein, wir nicht. Ja, das ist der Krater Silvestri. Das haben wir auch schon mal. Also ist nur ein großes Drecksloch. Aber das ist wenigstens umsonst zu sehen. Beeindruckt ist hier Irene und Sven von diesem gewaltigen Naturschauspiel. So ein schönes Drecksloch haben sie noch nie gesehen. Für diesen Preis, wunderbar. Ja.
Genau. Und das hier kostet nichts. Da kann man also hingehen, sich reingucken und dann kann man hier auch einen Krater sehen. Da braucht man nicht auf den Ätna. Also hier kann man auch rumlaufen, ohne hier Asthma zu bekommen. Das ist hier wunderbar. Das ist die kleine Ätna-Besteigung. Die kostet nichts. Wir sparen hier 60 Euro. Wir sind hier mit 6 Leuten. Da kann man sich mit 10 Leuten, wir haben hier mal gerade eben 600 Euro gespart. Aber die werden wir gleich in Taormina verfressen. Oder irgendwo in einem anderen Restaurant, ist mir ganz egal. Aber für 600 Euro, glaube ich, kriegen wir nicht auf. Ja, da ist noch ein kleinerer Krater da vorne. Der sieht mir etwas jünger aus als dieser hier. Der Krater Silvestri ist 1986 aufgekommen. Ja, herrliche Felsbrocken hier. Ja, da guckt sich der Entler mal so ein Vulkangestein an und findet das wunderbar. Am liebsten würde sich den Brocken am Hals hängen. Ja, weil da Beton drin ist. Also sieht schon wirklich klasse aus hier. So, jetzt hier nochmal in den Krater gefilmt. Das ist, wie gesagt, ist nur ein Drecksloch, mehr ist das nicht. Alex, das schaut sehr interessiert. Der sagt, so ein schönes Drecksloch habe ich noch nie gesehen. Hier komme ich nochmal wieder hin. Auf jeden Fall. Ja, und ich. Für die Ätna-Besteigung habe ich hier so extra Ätna-Besteigungsschuhe an. Ja, aber hier die Irene, die hat noch bessere Schuhe. Die hat hier Aladdinchen an. Ja, die sind also zu einer Ätna-Besteigung wunderbar geeignet. Aladdin-Leisetreter. Ja, hier ist ein Fuchs, der lässt sich nicht stören. Ja, das ist ein Fuchs. Ja, von hier aus kann man schön den rauchenden Ätna sehen, wie ein Seitenkrater. Und der ist gerade am Qualmen und am Ausbrechen. Jetzt sind wir hier oben in der Campagna. Jetzt wird was gegessen. Und zwar die Bettina hat uns alle eingeladen, das heißt die gesamte Familie, um hier oben ein bisschen zu essen. Ja, mal wieder. Ja, es ist hier schön hier oben. Guckt mal selber. Herrlich. Ja. Das Meer von dem Berg hier runter. Genau, hier wachsen auch die Zitranzen und Pomeronen an den Bäumen. Es ist nur einfach schön. Ja. Das ist ein Orangenbaum, sowas wächst bei uns überhaupt nicht, aber die sind leider noch ziemlich grün, die Orangen. Ja, da sind die Hühner und Enten und so einen dicken Kabaunder. Diese, damit die Hühner auch ein bisschen Spaß noch im Leben haben, bevor sie auf den Grill kommen. Ja, da hängen die süßen Oliven an den Bäumen, die dann von den Nachbarskindern heimlich abends geklaut werden. Ja, während in Deutschland die Schneeflocken fallen, blühen hier die Zitronenbäume. Eben auf Deutsch, weil das kann sie nicht so gut als Halbpolin. Also es wird hier ein Stück Fleisch zurechtgeschnitten auf einen Holzblock, also auch nicht anders als ich das zu Hause auch. Da wird also jetzt Fett geschnitten.
Da auch gut zu vögeln? Ich meine zu denen hier. So, das ist scharf, ne? Das ist Schaffleisch. Ich mag sehr gerne Schaf. Prost. Das ist ein Reindreher. Das geht doch nichts über ein gemeinsames Gehumere mit 5 Litern Wein am Tisch. Ich kriege übrigens jeder so eine Pulle. Aber ich habe ihm den Michele, den habe ich gnädigerweise ein Glas abgegeben. Und gebraten haben wir den Pott. Ja, und jetzt gibt es lecker Bratkartoffeln. Noch aus der Eisenpfanne. Ja, hallo. Nach reichlicher Aufhopfung fahren wir jetzt auch nach Hause. Wir haben sehr gut gespeist. Bettina hat sehr, sehr gut kochen lassen und selber gekocht. Ja, aber wenn wir jetzt noch länger hier bleiben, dann wird das eine Überhopfung. Und eine Überhopfung ist immer ungesund. Also, sehen wir uns. So, heute ist Strandtag und das werden wir auskosten. Bis in den Mittelmeer schwimmen. Wir haben Ende Oktober, Anfang November und das muss man halt noch machen. Ne? Also Sizilianer gehen nicht mehr schwimmen, die zeigen uns alle hier in Haschmich, für die ist nämlich schon Winter. Aber wir Eismeerschwimmer, wir gehen da rein. So, aufgebaut haben wir hier unsere Strandmuscheln. Und dann werden wir baden. Ah, da ist der Michele, der friert. Der hat nämlich Rüsselpest und sowas. Das ist der Sven. Der friert nicht. Ja, das ist hier Osama bin Yannick. Und da hinten unser kleiner Terrorist. Das ist Caro. Die war auch schon im Wasser. Das ist Enza, die will nicht ins Wasser, weil die kommt ja auch, die kommt ja von hier, ist ja eingeboren, für die ist das schon Nordmeer. Ja, und da steht eine bis zum Arsch drin, volle Möhre im Mittelmeer. Das ist der Alex, der läuft nicht mehr weg. Da ist der Flo, der ist jetzt auch am Sonnenbaden, dem geht das ganz gut hier. Sind alle im Wasser da, guck mal. Und wir haben Herbst, wir haben Ende Oktober, das muss man sich mal überlegen. Wo nicht? So. Flori? Das ist die Ulla, die war im Wasser drin. Ja. Und ist nass geworden. Die Caro. Und das sind Mückenstiche. Da ist sie ausgesaugt worden.
das Baden ist jetzt beendet. War schön, war erfrischend. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen was essen. Und ja, schauen wir mal, ne? Also. Ja, hier ist gerade der Markt in Kap Orlando. Latschen wir da noch rüber. Mit allen Gedönse. Ja, wir haben jetzt 8 Wochen vor Weihnachten. Und da haben wir Zeit, dass wir uns mal gucken, ob wir noch einen Tanga kriegen. Vorwärts. In einem Eisenwarenladen mitten auf der Straße. Also das ist ein Riesenmarkt hier. Haben wir nicht geglaubt. Wir wollten nur mal eben hier hinfahren, einmal kurz rüber, 2 Unterhosen kaufen und wieder zurückgehen, aber nö, nö, nicht wirklich. Nein. Nein. Alles so schön bunt hier. Ja. Schuhe. Karo, Schuhe. Schuhe. Klamotzen. Gedöns.
Ja, wir latschen jetzt eine Stunde hier durch und es findet einfach kein Ende. Das geht immer weiter, immer weiter. Und die Nebenstraßen sind auch alle voll. Also nicht, dass ihr denkt, da wäre jetzt Schluss. Ja, wir marschieren hier schon gute Stunde drüber und immer nur in eine Richtung. Also um alles zu sehen, braucht man, da würden wir den ganzen Abend brauchen. Ja, der Markt, der macht hier ja erst um 16 Uhr auf und geht dann bis in alle Puppen. Aber alles zu sehen, da haben wir einfach die Zeit heute nicht für. Naja, okay, es ist aber auch im Grunde immer nur dasselbe. Also wenn man da so sieht, Fressstände, Schuhe, T-Shirts, Unterhosen, Socken, alles was man so quasi im Alltagsleben braucht, gibt es. Aber wie gesagt, alles immer nur ein Abwechslung. Von da gekommen und sind jetzt auf die Nebenstraße und dann geht das Theater von vorne los. Also richtig großer Markt. Also langsam setzt die Dunkelheit ein, es wird immer dunkler und wir haben, wenn wir hier durch sind, nicht einmal die Hälfte gesehen, nicht einmal die Hälfte. Ja, die Weihnachtsbeleuchtung haben sie schon an. Da sind ja nur noch 8 Wochen bis Weihnachten. Ja, jetzt ist es schon richtig dunkel. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Auto. Weil wir wollen ja noch so ein bisschen was gucken, wir müssen ja noch nach Aquedotti zurück. Also, dass das hier so ein Riesenwerk ist, das haben wir nicht gewusst. Das haben wir nicht gewusst. Aber hier ist noch was Schönes. Rammelnde Hasen, warte mal. So, damit wäre der Markt für uns jetzt vorbei und wir gehen jetzt nach Hause. So, Leute, das war's jetzt hier aus Aquedolci und Umgebung aus Sizilien, unser Urlaub 2012. Ja, würde ich nur noch viel Vergnügen mit diesem Film und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Arrivederci. So, jetzt ist früh morgens 5:30 in Aquedolci und wir fahren jetzt zurück nach Messina auf die Fähre und dann geht es Richtung Heimat und der Urlaub ist vorbei.
Da sind wir wieder hier im Hafen von Messina und fahren mit der Fähre.